Tag und herzlich willkommen zum Der Marketingblick über den Tellerrand. Auch heute werden wir über den Tellerrand blicken, neue Perspektiven einnehmen und neue Eindrücke gewinnen. Mein Name ist Janine Weise und dank der Unterstützung von CSA Celebrity Speakers aus Düsseldorf tausche ich mich mit äußerst interessanten Persönlichkeiten aus. Dabei geht es um Marketing, aber eben nicht nur. Ich bin überzeugt davon, dass Sie für sich und Ihre tägliche Arbeit vieles Interessantes mitnehmen werden. Heute habe ich als Gast Kerstin Plewe. Kerstin Plewe, internationale Beraterin von Politik und Wirtschaft, Bestseller-Autorin und Stifterin, ist eine inspirierende Unternehmerin, die keine Angst davor hat, neue Wege zu denken und zu gehen und auch unbequeme Veränderungen konsequent anzuzeigen. Sie hält Vorträge für renommierte Unternehmen und Verbände und ist laut Welt am Sonntag die Dialogexpertin Deutschlands. Kerstin Plewe hat eine Ausbildung in der Wildnis zur Rangerin gemacht und sagt heute: Nur wer Veränderung nutzt, spielt auch morgen noch vorne mit. Begrüßen Sie mit mir eine zutiefst inspirierende, mutmachende Powerfrau, die Machtexpertin und Bestsellerautorin Kerstin Plewe. Frau Plewe, schön, dass Sie heute in meiner Sendung sind. Ich freue mich sehr auf unser Interview. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Frau Plewe, Sie haben mit 18 Jahren Ihre erste eigene Firma gegründet, seitdem national und international erfolgreich gearbeitet, Preise gewonnen, Mitarbeitende und Teams geführt und motiviert. Was hat sich im Bereich Führung aus Ihrer Sicht verändert? Also ich glaube, das Wichtigste, was sich verändert hat, ist das Selbstverständnis von Führung. Das hat sich zwar noch nicht bei jeder guten Führungskraft verändert, aber sind die Zeichen der Zeit, dass wir uns als Führungskräfte verändern müssen. Zum einen, weil die Mitarbeiter es fordern, insbesondere die Jungen. Zum anderen aber auch, weil sich die Welt so dramatisch verändert hat. Und da rede ich jetzt nicht nur von den Themen VUCA und Digitalisierung und allem und natürlich Corona, sondern auch von der Geschwindigkeit der Veränderung, mit der wir auch selber als Führungskraft mithalten müssen. Und da hat sich so viel getan, dass unsere bisherigen Instrumente in der Führung, die wir irgendwann mal gelernt haben in der Business School oder nach der Uni in unserem ersten Führungsjob, die reichen einfach nicht mehr aus. Nehmen Sie mal zum Beispiel das Thema Kommunikation. Zum einen brauchen wir heute ganz andere Instrumente, um erstens gehört und zweitens verstanden zu werden. Und früher hat es gereicht, in Anführungszeichen, einem Mitarbeiter zu sagen, bitte, das und das ist unser Projekt, mach das. Dieses klassische, der Chef sagt was, die Chefin sagt was und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin tut es, die sind lange vorbei. Wir müssen in der Kommunikation etwas rüberbringen, was auf der einen Seite Motivation schafft, aber auch ganz viel Transparenz beinhaltet, dass die Menschen verstehen, was da passiert, verstehen ihren Anteil in dem großen Ganzen und dann eigenständig Lust, Kreativität und Innovation entwickeln, das auch umzusetzen. Und dieses Talent, um das mal vorsichtig zu sagen, hat nicht jede Führungskraft. Man kann es aber lernen und das ist die gute Nachricht dabei. Haben Sie denn auch mal ein Beispiel für richtig schlechte Kommunikation? Wie es gar nicht laufen soll. Ja, ganz viele. Also ich meine, wir haben in Deutschland gerade einen Wahlkampf hinter uns. Das ist immer natürlich, auf die Politik wird ja immer gerne geschimpft. Da gibt es ganz viele, aber also sowohl in der Politik als auch in der Werbung zum Beispiel. Ich glaube, schlechte Kommunikation ist immer, das habe ich in den Wahlkämpfen zum Beispiel mit Obama gelernt. Am Ende, und es tut uns, sage ich mal, im Marketing auch gut, das einfach mal zu verinnerlichen. Am Ende ist nur entscheidend in der Kommunikation, wie das Ergebnis aussieht und ob das Ergebnis erreicht wurde. Und das ist das Tolle in der Wahlkampfkommunikation. Da wissen Sie am Sonntag um 18:05 Uhr nach der ersten Hochrechnung oder im US-Präsidentschaftswahlkampf am entsprechenden Tag innerhalb von Minuten, wie das Ergebnis aussieht und ob Ihre Kommunikation erfolgreich war. Wir denken oft noch aus der alten Marketing-Schule, ich sage mal so aus den 80er Jahren, denken oft noch, es kommt aufs Budget an, es kommt auf die Cross-Medialität an, es kommt auf die Message an. Das stimmt alles, aber die Mixtur ist eine völlig andere. Wir leben heute in einer Welt,
wo wir sagen müssen, auch völlig neue Wege, Wege, die bisher überhaupt noch nicht bedacht wurden, die überhaupt noch nicht gedacht oder umgesetzt wurden, können funktionieren. Siehe Donald Trump. Keiner hätte gedacht, dass dessen Kommunikation ihn tatsächlich ins Weiße Haus führt, sein Kommunikationsverhalten. Faktum ist, das, wo ein Ergebnis da ist, was dem Ziel gleicht, was man haben will, das sind die Erfolgsparameter von heute. Die verändern sich aber jeden Tag. Und da kommt genau die große Verantwortung der Führungskraft ins Spiel. Erstens, dass sie nach ethischen, das war vielleicht bei Donald Trump nicht so der Fall, aber dass sie nach ethischen, einem eigenen Wertekompass handelt, dadurch auch authentisch ist, aber auch, dass sie sich mitteilen kann und dass andere, will ich gar nicht sagen, geführt werden wollen, aber dass andere gerne mitkommen, dass andere gerne ihre Zeit, ihr Engagement, ihre eigene Kreativität einbringen. Und das ist eine große Kunst für Führungskräfte. Die braucht aber nochmal völlig ein anderes Selbstverständnis an Führung. Und darüber spreche ich ganz oft in Vorträgen, dass wir, glaube ich, auch mal ein bisschen aufhören müssen, immer so mit dem Zeigefinger hoch zu sagen, du musst jetzt nicht mehr so, sondern Führung beginnt bei dir selbst. Das ganze Thema der Selbstfürsorge für Führungskräfte heute ist so wichtig geworden, weil die ganzen Führungskräfte, die Oberkante, Unterlippe voll sind mit Stress, Stresshormonen, Adrenalin und, die sind gar nicht in der Lage, empathisch und authentisch zu kommunizieren und eine Bindung mit dem Gegenüber aufzubauen, die auch belastbar ist. Dazu gehört nämlich ein starkes Selbst und genau deswegen bin ich ja auch sehr stark in diesem ganzen Mental Health Bereich engagiert und halte dazu auch Vorträge, weil wir hier merken, dass Führungskräfte das über viele, viele, viele Jahre vernachlässigt haben und immer gedacht haben, mentale Gesundheit und meine persönliche Gesundheit ist eine Privatangelegenheit, die lasse ich zu Hause, da kümmere ich mich drum. Und wenn ich keine Zeit dafür habe, weil ich so viel Arbeit habe, das wird schon gut gehen. Heute wissen wir, gute Führungskräfte, die führen sich selbst in erster Linie mal richtig gut und haben dadurch auch gut bessere Antennen für ihre Mitarbeiter. Die Kommunikationsqualität im Wahlkampf versucht das ja auch. Das ist nur jetzt eine ganz viel schwierigere Angelegenheit, weil man ja nicht seine Mitarbeiter hat, sondern vielleicht auch eine Zielgruppe, die man so auch noch gar nicht sich die Mühe gemacht hat zu kennen. Na, ich glaube, die Politik hätte große Chancen, besser zu kommunizieren. Aber da gilt es als allererstes, würde es an der Stelle gelten, die Rahmenbedingungen zu verändern. Die große Problematik in der Politik, übrigens wie auch in der Wirtschaft, ist ja, dass es oft an Vertrauen fehlt. Einmal an Vertrauen in die Person, Thema Wahlkampfversprechen, aber auch in sozusagen, ich weiß ja gar nicht, was nachher rauskommt, siehe sozusagen in die Ergebnisse nachher bei den Parteikonstellationen. Also ein großes Misstrauen. Und das überleben übrigens Führungskräfte auch zunehmend, dass den alten Eliten, dem Chef, der Chefin, den Ärzten, den Bundespräsidenten, der Polizei zunehmend misstraut wird, den Medien sowieso. Und in diesem, ich sag mal, Vakuum von Misstrauen kann nur ein Mensch punkten, dem vertraut wird. Und dieses Vertrauen wird andauern, sozusagen muss man sich da als Führungskraft unter Beweis stellen. Man muss, sagt ja schon, stabil sein in sich. Man muss aber auch eine hohe Fähigkeit zur Motivation von anderen haben und auch eine ganze Portion Mut mitbringen. Weil es ist oftmals, wir haben nicht gelernt, mutig Dinge oftmals sozusagen auf den Punkt zu bringen, auch so unangenehme Wahrheiten, sondern wir haben irgendwie aus so einem, wie soll man sagen, in der Politik würde man so aus einem Wohlfühlkomplex heraus, versuchen wir immer sozusagen allen das irgendwie recht zu machen, uns drumherum zu lavieren, auch in der Kommunikation. Und das funktioniert heute nicht mehr. Gerade junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wollen ganz hohes Maß an Nachvollziehbarkeit, an Transparenz, an Multimedialität haben. Und da kann ich keine Fassade aufrechterhalten. Deswegen braucht es eben auch diesen Mut zur Veränderung, auch zum veränderten Auftreten. Zum Beispiel Thema Corona, auch den Mut mal zu haben, zu sagen, ich weiß es nicht, ob eine vierte Welle kommt. Wir wissen nicht, wie die Sache ausgeht. Ja, auch diesen Mut, die Unsicherheit und die Unberechenbarkeit der heutigen Zeit zu akzeptieren
und zu sagen, wir wissen nicht, wie das wird, aber eins wissen wir, wir können das, das und das machen. Und das schaffen wir gemeinsam. Und deswegen bieten wir als Unternehmen A, B und C an. Und ich bitte euch herzlich, lasst euch impfen, macht mit. Ja, was auch immer. Ich glaube, dass dann immer weniger auch akzeptiert wird an, ja, an unechten Führungskräften. Will ich es jetzt mal so sagen, ne? Also unecht in Anführungsstrichen. Aber wo das Gefühl fehlt, dass derjenige Vorbild und Vertrauensperson ist, kann ich das so zusammenfassen. Ja, und die Ansprüche steigen. Und auch hier, glaube ich, brauchen sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter in dieser neuen Zeit den Mut, auch die Stirn zu bieten. Und zum Beispiel, ich sage das ganz oft auf der Bühne, aber auch in meinen Excellence-Coachings mit Kunden, auch mal den Mut zum Nein zu haben. Und zwar Nein sowohl, was eine bestimmte Arbeitsbelastung anbelangt, als auch bestimmte, sag ich mal, Arbeitsrituale, als auch bestimmte Zusammenstellungen von Teams. Weil, was Sie vorher beschrieben haben und was ich, wo ich natürlich auch ganz, ganz stark dran glaube, das ist ja eine sehr diverse, inklusive, neue Arbeitskultur. Und in der Theorie werden Ihnen alle zustimmen. Business funktioniert aber nicht in der Theorie. Also müssen wir im Business uns klar machen, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben mit Veränderungen. Die müssen mitgenommen werden. Viele Menschen sagen sie, Veränderung natürlich, Change Management und so, ganz toll, ganz wichtig, aber arbeiten sogar intern dagegen. Und deswegen ist es so wichtig, sozusagen in einer neuen Unternehmenskultur, die sehr stark durch die Führungskraft, aber auch durch die Kommunikation, auch durchs Marketing geprägt wird, eine Kultur vorzuleben, wo tatsächlich Inklusion und Diversität eben nicht ein Schlagwort ist, sondern ich sag mal, völlige Normalität. Und da haben Führungskräfte eine wichtige Aufgabe. Aber ich sag's auch ganz klar, auch das Marketing hat eine wichtige Aufgabe. Ja, wir sagen so im Spaß immer oft unter Kollegen, und wir haben es auch bei der letzten Bundestagswahl gesagt, das Marketing ist tot, es lebe das Marketing. Ja, es ist eine neue Art der Kommunikation. Ja. Nicht so sehr verkaufend als ein einbindend. Ja. Ein kreativ auf den Punkt bringen, worum es eigentlich geht und auch ein Mut zum Unterschied. Ja, das haben wir auch in der Parteienkommunikation gesehen, der Mut zur Unterschiedlichkeit. Die meisten Menschen, die sich Wahlplakate angucken, sagen, naja, also die sehen doch irgendwie alle gleich aus. Ja, grün, gelb, rot, schwarz, was auch immer. Und dann ist da ein Gesicht drauf und Slogan und was da steht, glaube ich sowieso nicht. Und sowas ist Gift für Kommunikation. Ja, aber es gibt so viele kreative Köpfe in der Bundesrepublik, und in Österreich und in der Schweiz und in Europa und der Welt, da kann Besseres entstehen. Aber auch da, ich sage es immer wieder, braucht es auch den Mut und die Kraft, dem Kunden gegenüber zu sagen, hey Leute, die Zeit hat sich verändert, lasst uns mutig sein. Aber zum anderen Thema nochmal, was mich sehr inspiriert, ist, dass Sie sagen, die mentale Gesundheit ist zunehmend wichtiger, auch das vorzuleben. Auf der Bühne motivieren Sie ja Unternehmen auf ganz wunderbare Weise zum Mut, zur Veränderung. Und das beinhaltet ja eben nicht nur die Führung und die Kommunikation, sondern auch der Umgang mit der eigenen Gesundheit. Warum ist das aus Ihrer Sicht so wichtig? Also zum einen sind es natürlich äußerst erschreckende Zahlen, die wir in den Unternehmen sehen, dass einfach die tatsächlichen Krankheitstage und Ausfalltage durch Krankheiten wie Panikstörungen, Depression, Burnout einfach wahnsinnig zunehmen. Und die Problematik dabei ist, dass es eben eine Krankheit oder Krankheitsbilder sind, die man eben nicht wie ein gebrochenes Bein oder wie ein Autounfall eben dem anderen ansieht, sondern es laufen im Kollegen, im Freundeskreis von Menschen rum, von denen wir keine Ahnung haben, wie sehr die unter Depressionen leiden. Und wir wissen nicht, wie wir es erkennen. Wir wissen nicht, wenn wir es erkennen, wie wir damit umgehen können. Und bei Führungskräften ist es noch mal schlimmer, weil die natürlich ja auch eine soziale Verantwortung ihren Mitarbeitern gegenüber haben und natürlich auch eine Ergebnisverantwortung. Und wenn ihnen auf einmal Teile vom Team wegbrechen und Menschen, die wegen Depression krankgeschrieben sind, die sind Monate
aus dem Business raus, sind vorher Monate schon nicht mehr leistungsfähig, was keiner mitbekommen hat, und haben danach eine relativ lange Wiedereingliederungsphase. Das heißt, wirtschaftlich gesprochen, es ist ein enormer Schaden, der entsteht, menschlich gesprochen eine Tragödie. Und genau deswegen, und auch aus der eigenen Erfahrung heraus, ich habe vor einigen Jahren mit einem Burnout zu tun gehabt, sage ich, es muss nicht sein, dass wir da reinschlittern. Klar ist es, leben wir in einer Leistungsgesellschaft, und ich selber war immer, Sie haben es ja vorher gesagt, seitdem ich 18 bin, habe ich Firmen, und ich finde es toll, Firmen zu gründen und zu reisen und Vorträge zu halten und Bücher zu schreiben und nicht nur ein Buch, sondern drei, und nicht nur drei, sondern acht, wie ich es gemacht habe. Aber es fordert alles Energie, und wir leben in einer Zeit, die so, in meinen englischen Vorträgen ist das Wort besser, so demanding, also so zehrend ist, dass wenn wir nicht vorher auch lernen, wie wir eben uns auch bewusst Pausen setzen, wie wir Stressmanagement betreiben, warum wir unsere Ernährung zum Beispiel umstellen sollen und nicht, weil Mama sagt, isst den grünen Salat oder isst das Blattgemüse auf dem Teller, sondern weil bestimmte Nahrungsmittel ganz bestimmte Stoffe beinhalten, die gerade in stressigen Zeiten einfach dem Körper gut tun. Und das ist neurowissenschaftlich und medizinisch erwiesen. Wir machen das aber nicht, sondern wir arbeiten wie bisher auch, nur mehr, mehr, mehr. Ja, sind in so einem Hamsterrad drin. Und deswegen habe ich auch die Mental Health Akademie gegründet, weil ich Unternehmen die Chance geben will, auf relativ einfache Art und Weise zu lernen und ihre Mitarbeiter zu sensibilisieren, wie Prävention, ich sage mal moderne Prävention, funktioniert. Und das ist machbar. Das ist auch kein Hexenwerk. Wir müssen es nur tun und uns, sind wir wieder beim Thema Mut, darüber hinwegsetzen, dass wir alle ein bisschen Angst vor dem Thema haben. Dass wir alle ein bisschen dieses Stigma, mental weiß ich gar nicht, wie ich das ansprechen soll. Und dieses Stigma ist Gift. Sowohl für die Betroffenen, für deren Familien, als auch für die Unternehmen selbst. Und ich habe viele Führungskräfte, die mich immer wieder nach Vorträgen fragen, ja, ich habe so das Gefühl, bei mir ist einer im Team, wie spreche ich denn mit dem? Auch hier ist Kommunikation, und auch das ist lernbar, wie man so ein Gespräch eben gut führt. Und genau deswegen setze ich mich auch dafür ein und gehe auch selber mit meinem eigenen Burnout vor vielen Jahren auch völlig offen um, weil ich sage, ja, das kann passieren, das kann jedem passieren. Jeder Zehnte erlebt im Lauf seines Lebens eine mentale Krankheit. Jeder Zehnte. Und insofern, glaube ich, ist es heutzutage einfach, ich will schon fast sagen, eine Pflicht als Arbeitgeber und als Führungskraft, sich selber gegenüber da ab und zu auch mal abzuchecken, aber auch für Mitarbeiter was zu tun und gewappnet sein dafür. Heißt, lernen, wie solche Gespräche geführt werden, zu lernen, was das Unternehmen tun kann, damit mehr Prävention, damit es gar nicht erst so weit kommt, und eine Offenheit etablieren, dass die Menschen anfangen, darüber zu reden. Und ich habe auch eine ähnliche Erfahrung gemacht wie Sie und habe seitdem gelernt, dass Pausen machen und sich regenerieren oder auf sich selbst zu achten, ganz wichtig ist zum Arbeiten. Also, dass das nicht zwei Gegensätze sind, sondern das eine, das gute Arbeiten quasi bedingt. Und dass das oft außer Acht gelassen wird. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn hier auch ein großes Umdenken stattfindet. Ja, wir können alle dazu beitragen. Ich erinnere mich dran, eine der Botschafterinnen in meiner Stiftung für Mädchenbildung ist die Birgit Fischer, Deutschlands erfolgreichste Olympionikin in der deutschen Sportgeschichte. Und die hat immer gesagt, der Muskel wächst auch in der Pause. Und das ist genau das, was Sie sagen. Es braucht die Pause, insbesondere in der schnelllebigen Zeit, aber auch sonst. Und wir sind in einer extrem schnelllebigen Zeit. Es braucht die Pause, damit erstens wir wieder sozusagen uns den mentalen Fokus und die Klarheit wieder bekommen und unsere Energiereserven wirklich wieder anwachsen können. Und ja, der Muskel, übrigens auch der mentale Muskel, das Gehirn, wächst in der Pause. Sie haben ja vor kurzem das Smart Leadership Institut gegründet und bieten da auch Leadership Experience in der Natur an. Das ist in Zeiten der Digitalisierung ungewöhnlich. Was ist der Grund dafür, dass Sie sagen,
Ja, die Erfahrung in der Natur mit sich selbst, mal weg von der Digitalisierung, wieder zu sich kommen. Was ist für Sie, warum ist das für Sie so ein guter Weg? Das ist eine gute Frage, weil witzigerweise das Smart Leadership Institut wurde wenige Monate vor der ersten Pandemiewelle gegründet. Wenige Monate vorher. Und tatsächlich hatte ich mit meiner Geschäftspartnerin gesagt, wir bieten zwei Dinge an. Erstens Digitalität, und zwar 100%, also keine Live-Events, keine Live-Trainings, 100% Digitalität oder 100% Natur. So, und warum, fragen Sie, ich würde sagen, ich halte die Natur für eins der besten Klassenzimmer der Welt. Und das habe ich aus der eigenen Erfahrung. Ich habe ja eine Ranger-Ausbildung gemacht in einer Auszeit, die ich mir selber während meiner Hochzeit in internationalen Wahlkämpfen gegönnt habe. Ich habe als Kind in Südafrika gelebt und mein erster Berufswunsch war es, Ranger zu werden, nicht Politikberaterin oder Autorin, sondern ich wollte Rangerin werden. Und 40 Jahre später habe ich das dann auch gemacht. Und in dieser Zeit, ich bin ja kein Botaniker und auch kein Naturwissenschaftler, habe ich aber so viel Lehren für mich als Führungskraft, für mich als Unternehmerin aus der Wildnis mitgenommen, dass ich gesagt habe, es ist ja unfassbar, wenn ich diesen Reichtum an Experiences oder Lehren mir mal angucke, wie viel mehr ist es im Vergleich zu, ich habe etlich bei INSEAD und anderen Business-Elite-Schulen Zusatzausbildung gemacht, wo ich sage, wo habe ich da mehr gelernt? Nee. Ich habe in der Wildnis das Allermeiste gelernt und zwar natürlich auf der einen Seite über mich selbst, Umgang mit Ängsten, aus der Komfortzone rausgehen und zwar weit raus. Ja, ist auch etwas, was ich auf den Bühnen sage. Ich habe ja einen Vortrag, der ist nur sozusagen die Lehren der Wildnis für unser Business und unseren Alltag hier zu nutzen. Und die Grundlehre ist natürlich, verlass deine Komfortzone. Ja. Du weißt nicht, ob du das kannst. Und ich hatte schon so ein Grundgefühl, ich bin kein großer Schlangen- und kein großer Spinnenfreund, aber ich mache das. Aber mach's einfach. Und das, was man außerhalb der Komfortzone erfährt über sich selbst an Fähigkeiten, die im Verborgenen liegen, das ist das, wo ich heute immer sage, das ist der Unterschied zwischen Business as usual und Exzellenz. Weil da kommen Dinge raus, die uns sozusagen mitgegeben wurden und die wir für eine gute Sache, für ein tolles Projekt, für einen tollen Kunden eben auch wunderbar einsetzen können. Und da lebt uns die Natur Dinge vor, die wir, sage ich erstmal, intellektuell uns erarbeiten müssen. Und die Natur macht es einfach. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben in vielen meiner Kundenprojekte geht es um Veränderungsprozesse, Change Management. Ja, wir Menschen und wir Organisationen müssen dafür Projekte ins Leben rufen. Ja, die Natur braucht kein Change Management Projekt. Ein Schmetterling, der zur Welt kommt, wissen Sie selber, als Raupe, der macht sich keine Gedanken, oh, ich muss jetzt in 4 Monaten mich verpuppen und dann komme ich dann da in den und dem zeitgleich raus, um dann ein Schmetterling zu werden, sondern es ist ein natürlicher Prozess der Transformation. Und so müssten wir eigentlich, oder ich denke, es wäre hilfreich, wenn wir als Organisationen und als Unternehmen uns auch so begreifen würden, dass wir sagen, wir sind in einem sich verändernden Universum, ein verändernder, stetig lernender Organismus, bereichert durch ganz, ganz viele Mitarbeiter, so. Und dieses gemeinsame Lernen und Veränderung und Wachstum als was Natürliches zu begreifen und sich die Frage zu stellen, wie sich ein Löwe oder ein Elefant auch die Frage stellt, was mache ich denn, wenn mein Wasserloch hier, ich habe das zigfach gesehen in Afrika, weil der Klimawandel ist natürlich auch dort vor Ort, wenn meine Wasserlöcher weg sind, wo ich seit Generationen hingelaufen bin. Der braucht kein Projekt dazu, sondern der nimmt die Dinge wahr und stellt die richtigen Fragen, sage ich mal, und findet die richtigen Wege zum neuen Wasserloch. Ich habe wenig Unternehmen kennengelernt, die sich die Frage gestellt haben, wie können wir in der Zeit von Corona die Gesundheit unserer Mitarbeiter, darauf kommt es nämlich an, und die Gesundheit
unserer Kunden und das Sicherheitsgefühl unserer Kunden stärken. Alle waren in, oh mein Gott, ja, und was passiert jetzt und so weiter. Also ein bisschen in so einer Panikstimmung. Verständlich, ja, Angst ist, war ja auch ein großer Bestandteil und Unsicherheit. Also ich will sagen, einen entspannten Umgang mit den Dingen, die eben einfach passieren und darin Exzellenz zu suchen. Aber wir Menschen versuchen eben, weil wir eben so intelligent sind, die Dinge zu rationalisieren, zu erklären, zu strukturieren. Ja, Projektteams zum Beispiel. Wir müssen von Diversity und Inklusion sprechen im Projektmanagement. Kein Löwenrudel mit die besten Jäger der Welt braucht ein Diversity-Projekt oder braucht ein Org-Chart, um zu verstehen, welche Löwin jetzt den Angriff läuft. Wissen Sie, wie ich meine? Ja. Sondern bei denen ist natürlich in der DNA drin und eine Selbstverständlichkeit des Überlebens, dass die Löwin den Angriff läuft, die für diese spezielle Aufgabe, sagen wir mal, ein relativ hochgewachsenes Gnu, ja, mit einem von außen gesehen sehr muskulösem Hals, da wird eine Löwin den Angriff laufen, die sehr gut springen kann und sehr kraftvoll ist. Bei einem, ja, selbes Team, andere Situation, wird nicht diese Löwin den Angriff laufen, sondern, weil es ein vielleicht ein kleiner Springbock ist, die so zickzack laufen in Afrika, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wird eine sehr wendige junge Löwin, die viel Erfahrung hat, aber in dem Bereich das Laufen, weil es kommt auf die Aufgabe an. Wir denken immer noch, wir gucken erstmal aufs Org-Chart, auf die Visitenkarte. Wer ist denn hier wichtig? Und natürlich brauchen Organisationen Struktur, ist mir schon klar. Das ist auch gut. Aber wir haben oft zu viel des Guten und verbauen damit Wege zur Exzellenz. Und die Natur zeigt uns, wirft uns so ein bisschen auf uns selbst zurück und zeigt uns Analogien, die wir, wenn wir einen offenen Geist haben, eben wunderbar nutzen können. Und deswegen nehme ich mit meiner Kollegin, der Frau Pramberger, gerne gerade Führungskräfte, aber auch ganze Teams mit in die Natur, wo wir, und zwar nicht nur nach Afrika, sondern wir laufen durchs Elsass, wir sind an der Ostsee, wir sind am Strand und nutzen die Natur als einen Raum, der Kraft gibt, zum einen mentale Gesundheit, aber auch, wir sind jetzt nicht nur meditativ unterwegs, das ist eher der kleinere Teil, sondern auch für Teamübungen, die sich an Wachstum außerhalb der Komfortzone orientieren und uns helfen, die Grenzen, die wir alle haben, jeder hat Grenzen im Kopf, zu überwinden. Und ich glaube, das ist ein gutes Rezept für die Zukunft, zu versuchen, Grenzen nicht als so einschränkend zu erleben, sondern zu sagen, was will ich erreichen? Was ist das Ziel? Let's do this together. Wo sind die Stärken? Wie machen wir das? Ja, und dann geht's los. Ja, und ein ganz großes Lieblingsmotto von Ihnen ist ja, don't settle, go wild. Das passt ja perfekt. Auch mal Veränderung, ja, Veränderungen werden viel zu als angsteinflößend oder negativ bewertet. Wenn ich Ihnen zuhöre, bin ich immer ganz stark bei dem Gedanken, was Sie auch sagen, das Thema Vertrauen, ne? Also das Löwenrudel hat in dem Moment, ja, Vertrauen in die Wahl der richtigen Mittel für die entsprechende Aufgabe. Ansonsten haben sie keine Beute. Und ja, das ist bei uns natürlich einfacher, ja. Wir können Fehler machen und naja, der Kunde merkt es nicht. Erst beim fünften Mal wandert er ab und. Da ist die Natur viel polarisierter natürlich. Wenn die das nicht checken, mit Transformation umzugehen, dann sind die tot. Und zwar ziemlich schnell. Ja, die müssen sich anpassen. Und ich finde, wir müssen das auch. Aber natürlich haben wir die Verantwortung mit unserem Intellekt, mit Werten, mit auch, sag ich mal, gesellschaftlichen Zielen wie Nachhaltigkeit oder Gemeinsinn oder ja, was auch immer, die Dinge voranzutreiben. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Ja, also Sie meinen, bei uns würde noch viel zu sehr immer die gleiche Löwin loslaufen, wahrscheinlich die älteste und erfahrenste, weil die in der Hierarchie ja ganz oben ist und weil die schon lange im Unternehmen ist und dabei ist und das meiste zu sagen hat. Aber es wäre nicht erfolgreich, weil so ein junger Springbock würde sie wahrscheinlich nicht erlegen und das
die ganze Löwenfamilie hätte nichts zu futtern, So ist letztendlich. es. Und ja, und ich glaube, dass wir uns eben keinen Gefallen tun als Organisationen und als Teams. Wir wollen ja alle das Gleiche. Wir wollen das Unternehmen zum Erfolg bringen. Wir wollen Teams zum Erfolg bringen. Und da ist es, sind wir einfach gut beraten, wenn wir uns mehr, wie in der Kommunikation, wie ich es eingangs von Obama erzählt habe, wenn wir uns mehr am Ergebnis orientieren und nur gucken, was ist jetzt die beste Ressource, um dieses Ergebnis eben zu erreichen? Und zwar gemeinsam, auf Augenhöhe. Und dann fallen diese ganzen, ich sag mal, Schablonen, in denen wir uns bewegen, die fallen automatisch ein bisschen weg. Dieses alte Chefdenken, das alte Mitarbeiterdenken, das strikte, lineare Projektmanagement, sondern das, was wir heute ja so ein bisschen als Agilität beschreiben, das dann mehr. Und im Smart Leadership Institut haben wir so Masterclasses in digitalen Angeboten, wo wir immer nur in 60 Minuten ein Thema reinpacken und das Agilität und der Transfer in den eigenen Arbeitsalltag. Also nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Wie mache ich das denn dann in der Kommunikation, im Projektmanagement? Ganz, ganz wichtig. Sehr spannend. Sie sagen Stichpunkt Obama, da möchte ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Sie haben ja in einer Talkshow mal gesagt, die Zeit als Politikanalystin in der Obama-Kampagne war für Sie die spannendste und lehrreichste Ihres Lebens. Bestimmt auch neben der Meines beruflichen Ranger-Ausbildung Lebens. beruflich, ja, weil also die Ranger-Ausbildung, da bin ich ganz, ganz, also bin ich schwer beeindruckt und vielleicht schaffe ich das auch mal, vielleicht nicht eine ganze Ausbildung, aber gut, zurück zum Thema. Was meinen Sie, was Unternehmen ja von einem Barack Obama lernen können? Ja, also Barack Obama ist ja für viele Menschen in Europa so ein Inbegriff für einen so einen neuen Politikertypus. Und so habe ich ihn selber auch erlebt. Ich habe zwei seiner Wahlkämpfe mitbegleiten dürfen, sowohl fürs deutsche Fernsehen als auch eben vor Ort als Analystin. Und bei ihm war das, was wir eingangs über das Thema neue Führungsqualitäten, New Leadership besprochen haben, sehr sehr erlebbar, sowohl im direkten Kontakt als auch ohne irgendeinen Bruch in anderen Medien, wenn Sie ihn im Fernsehen oder auf großen Leinwänden, der hat ja Baseballstadien gefüllt im Wahlkampf, erlebt haben. Sie hatten immer ein sehr dauerhaft ähnliches Gefühl bei Obama, dass er einfach der Inbegriff ist von dem, was dieser neue Politikstil ist. Und da war dann auf einmal, das meinte ich vorhin mit dieser Selbstverständlichkeit, da war dann die Hautfarbe oder das Alter oder die fehlende politische Verbindung gar nicht mehr so entscheidend, sondern aus dem Gesamtkunstwerk, will ich fast sagen, weil es war kein Kunstwerk, es war ein Mensch, hat etwas genau für die Zeit, genau mit der richtigen Botschaft eben gepasst. Und ich glaube, das können wir alle von überhaupt amerikanischen Wahlkämpfen lernen, dass wir die Dinge viel stärker auf den Punkt bringen, aber auf eine positive Art und Weise, dass wir investieren in die Instrumente des Storytelling. Ja, dass wir in ein wichtiges Thema, nicht nur in meinen Kommunikations Vorträgen, auch in Trainings und Coachings, Storytelling, aber auch den Mut, die Botschaft eben ganz, Message Design war bei Obama ein Riesenthema, den Mut, die Botschaft ganz kompakt, ganz am Zeitgeist orientiert, auf den Punkt zu bringen, obwohl übrigens damals die gesamten politischen Berater in dem Team bei dem ersten Wahlkampf von ihm gesagt haben, Change ist nie, kein gutes Thema. Um Okay. Präsident zu werden. Das hatten wir ja vorher auch besprochen. Ja, Menschen haben Ja. Angst vor Veränderungen. Gerhard Schröder hat es an seiner Agenda 2020 gesehen. Menschen haben Angst vor Veränderungen. Die haben ihm davon abgeraten. Er hat gesagt, nein, das ist genau mein Thema. Und hat ja dagegen Hillary damals, die ja eher auf Experience, Erfahrung gesetzt hat, gewonnen. Also was können wir lernen? Das Botschaftsdesign und viel, viel stärker die Mobilisierung, auf die es ankommt, dass die Menschen aktiv werden. Dass die Mitarbeiter über ihr normales Maß
dass ich mache meinen Job 9 to 5 hinausgehen wollen, aus eigenen Stücken, weil sie an etwas glauben, was größer ist als diese Aufgabe per se. Und da sind amerikanische Wahlkämpfer und Kampagnendesigner einfach ganz, ganz weit vorne. Und jetzt, dann denkt man an großen medialen Inszenierungen, ja, in den Hallen, die einfach top, top, top professionell sind. Für unseren europäischen Geschmack immer so ein bisschen zu emotional und zu overdone. Aber auch hier glaube ich, dass uns ein bisschen mehr Emotionalität gut anstehen würde. Denn neurowissenschaftlich ist es ganz klar, Emotion schafft Aktion. Emotion schafft Aktion. Das können wir neuronal verorten. Wir können den Dopamin- und den Adrenalinausstoß messen, wenn bestimmte Worte gesagt werden. Emotion schafft Aktion. Und ich sage mal hier für uns in Europa, der Ausstieg von England, aus der Europäischen Union, der Brexit, aus meiner Sicht ein kommunikatives Desaster. Das hätte nicht passieren müssen. Und am Tag nach dem Brexit-Ausstieg, was wurde hauptsächlich gegoogelt? What are the benefits of Europe? Was sind die Vorteile von Europa? Und jetzt, Jahre später, haben sie kein Benzin in den LKWs und wir sagen, ja, was sind die Vorteile von Europa? Das hätte kommunikativ vor Jahren, wenn nicht sogar vor Jahrzehnten, immer wieder transportiert werden müsste. Über die Politiker, über die Wahlen, über die EU-Kampagnen. Es ist einfach nicht gemacht worden, sondern das erklärt sich von selbst. Die Dinge erklären sich nicht von selbst. Und schon gar nicht, wenn man eine eigene Story, eine eigene Werthaltigkeit mitgeben will. Also man kann von der Politik eine Menge lernen, im Guten wie im Schlechten. Die meisten Menschen schauen nur aufs Schlechte. Ich habe auch sehr viele positive, kraftvolle, kreative Menschen sowohl in Deutschland als auch international kennenlernen dürfen. Es ist nur die Strukturen im Politikbetrieb. Da bleibt leider viel Genius auf der Strecke. Ja, ich glaube, in der Mühle, da wird schon einiges an Energie. Der Energieverlust ist immens, kann ich mir vorstellen. Ist aber auch im Management. Also so ja. Alleine ist die Politik da auch nicht mit. Ja, aber ich denke, ja, der Mensch an sich mag vielleicht nicht so Veränderungen oder die meisten mögen es nicht. Und im Wahlkampf zu sagen, also mit mir bleibt alles stabil und so wie es immer war. Es wird nur, wenn dann mehr oder weniger angenehme Veränderungen geben. Das glaubt ja keiner mehr. Ne? Also auch wenn man es gerne hört als Wähler, der Politiker, der das jetzt sagt, ich glaube, im Unbewussten nimmt man schon wahr, das ist nicht echt. Ja? Ich wähle dann was und dann kommt das doch nicht so. Die Menschen haben da ganz feine Antennen entwickelt. Und ich sagte ja eingangs, das Vertrauen und das Misstrauen ist leider sehr hoch der Politik gegenüber, aber auch in der Wirtschaft hat das Vertrauen ja auch in die großen Konsumermarken und so sehr gelitten. Und da liegt es an uns allen, aber auch gerade wieder am Marketing, eben hier neues Vertrauen aufzubauen. Und es braucht andere Inhalte, aber auch eine andere Kontinuität in der Kommunikation und eben nicht in der Politik immer nur zu Wahlkampfzeiten oder bei anderen Dingen, wenn ein neuer Produktlaunch oder so ansteht, sondern ein Investment in Bindung. Und da fehlt es mir an vielen Stellen. Da hat Marketing große Chancen, wenn wir da auch ein bisschen umlernen. Vielleicht hilft ja Ihre Sendung dazu. Jetzt hatten wir es ganz kurz vom Brexit und von Europa. Und ich möchte da noch mal kurz drauf eingehen. Sie haben ja in vielen Ländern gelebt. Also Südafrika ist ja Ihr Ursprungsland. Und da sind Sie auch als Rangerin zurückgegangen oder Ihre Ausbildung gemacht. Aber heute bevorzugen Sie mehr die Arbeit in Europa und in den USA. Hat vielleicht eine Lehre aus Corona-Zeiten Sie dazu bewogen oder ist es doch, dass Sie von der Mentalität her näher sind? Was sind so die Gründe, dass Sie da Ihren Schwerpunkt sehen? Also erstmal, ich reise überall, in der Regel überall dahin, wo der Kunde
mich haben will. Und auch ob ich Vorträge jetzt in Englisch oder in Deutsch sind, da habe ich keinerlei Limitationen. Aber ich habe viele Jahre war ich so viel unterwegs, dass ich eigentlich die vielen Vorzüge von Europa gar nicht mehr so wahrnehmen konnte. Ich habe ja auch Jahre in den USA gelebt und habe mich sehr in dieses Land, ja, ich will was sagen, verliebt. Einer der Gründe, warum dann mit der Wahl von Donald Trump für mich auch so ein Stück von meiner Vision von USA da so beschädigt wurde. Ich versuche heute meine Zeit einfach sehr gewinnbringend für meinen Kunden einzusetzen. Und ich glaube, dass ich in Europa und in den USA durch meinen speziellen Hintergrund auch eben am meisten bewirken kann. Wobei natürlich das Thema mentale Gesundheit oder neue Führung ist natürlich weltweit ein Thema. Und wenn jetzt jemand aus Singapur kommt und sagt, Frau Plee, wir wollen Sie unbedingt haben, dann werden wir wahrscheinlich auch einen Weg finden. Aber im Fokus versuche ich doch ein bisschen dort einen Schwerpunkt zu setzen, wo ich am meisten bewirken kann. Ja. Ja, und ich denke mir auch, Unternehmen in anderen Ländern haben ja auch wieder andere Herausforderungen mental. Ne? Ich weiß gar nicht, wie eine indische Führungskraft jetzt mit mentaler Gesundheit umgeht. Das sind ja auch wieder ganz, ganz neue Themen, die man so als Europäer vielleicht, oder die Asiaten, ne, die machen ja auch gern mal, habe ich gehört, im Meeting so ein Päuschen. Also oder? Ganz ehrlich, die meisten Teams in Europa, die meisten Mitarbeiterteams sind ja sowieso schon multinational. Also ich habe einen Sportartikelhersteller in Herzogenaurach, wollen ja hier keinen Namen nennen, aber das Team ist völlig, weil Sie gerade Indien sagen, da sitzen Asiaten im Team, da sitzen Engländer im Team. Die Deutschen sind eher in der Minderheit. Also insofern, ich habe schon Multinationalität auch in Europa und fühle mich da sehr wohl mit. Aber nochmal, am Ende hat der Tag eben auch nur 24 Stunden und mit Reisezeiten oder jetzt dank Digitalität eben keine Reisezeiten, haben sich die Dinge verändert. Und ich sage ja immer in der Mental Health Akademie, am Ende des Tages muss man jeden Abend als Führungskraft in den Spiegel gucken und sagen, ich habe heute mit dem, was mir gegeben ist, das Richtige gemacht und das, was ich erreichen wollte, mein Bestes dafür getan. Und das versuche ich auch. Und insofern bin ich da ganz dankbar, so ein bisschen den Fokus setzen zu können. Okay. Also auch den mentalen Fokus auf, was lief heute gut und nicht immer nur, was lief schlecht oder was ist nicht so gut gelaufen, sondern wirklich auch die Zufriedenheit mit dem, was gut lief, dass man sich das als Führungskraft oder Mitarbeiter einfach auch stärkt mental. Absolut. Ich sage mal, Stressmanagement ist abends bei mir ein festes Ritual. Ich predige das nicht nur auf den Bühnen, sondern ich mache das auch selber. Habe da verschiedene Rituale und ich kann das nur jedem empfehlen, dass man das so zu einer Routine macht, genauso wie ich abends Zähne putze oder den Fernseher ausschalte. Wobei ich sowieso sage, nicht jeden Abend Fernsehen, sondern auch mal tune in und nicht immer nur im Außen sein. Wir brauchen das ritualisiert, weil nur so gewöhnen wir uns dran, dass die mentale Gesundheit braucht Routinen, die einfach anders sind, als sie noch vor 10 Jahren der Fall waren. Wir kommen leider schon an das Ende unseres Interviews. Schade, ich könnte noch ewig zuhören. Das ist ein tolles Thema. Sie haben auch spannende Bücher geschrieben. Gerade über die, was wir von der Wildnis lernen können, das werde ich mir auf jeden Fall kaufen und lesen. Die Weisheit der Elefanten ist tatsächlich eine Weisheit, von der wir viel lernen können. Das ist schon ja, so. Ich sehe auch immer das gerne. Tolle Bild im Hintergrund. Ja, das ist eigentlich nicht aus Afrika, sondern das ist aus New York, von einer Brücke fotografiert. Ja, also nur zu empfehlen. Nochmal vielleicht als Abschluss, Sie geben ja auf der Bühne immer auch wirklich humorvolle Beispiele und lehrreiche Beispiele für schlechte Kommunikation. Können Sie uns noch mal eins geben, worauf es in diesen Krisenzeiten besonders ankommt, nochmal im Thema Kommunikation? Sie als Kommunikationsexpertin haben da ja zahlreiche Erfahrungen gemacht, wie wir in Krisenzeiten vielleicht sagen, okay, hier hat sich Kommunikation geändert oder hier muss ich noch mal genauer hinschauen, um da eine Veränderung bei mir
einzuläutern oder einzuführen. Also Krisenkommunikation ist tatsächlich nochmal ein ganz spezielles Thema, weil hier sozusagen mit Hochdruck die ganzen Anforderungen der heutigen Zeit nochmal deutlicher werden. Die Anforderungen an Authentizität und Transparenz, aber auch an die Professionalität in der Kommunikation. Es ist nicht mehr die bisherige Professionalität, ich sage mal, dass uns ein Redenschreiber oder die PR-Abteilung ein Statement schreibt, sondern eher die Professionalität des Kommunikators selbst, der Führungskraft selbst. Ich weiß noch, in dem Clinton gegen Trump-Wahlkampf, da haben mir Menschen auf der Straße ganz oft gesagt, ja, man kann ja über Donald Trump streiten, wie man will, aber der sagt zumindest, was er denkt. Das war so eine Kernaussage. Ich habe auch mit Markus Lanz darüber lange diskutiert, weil er sagt, ja, aber das ist doch alles gelogen und so weiter. Menschen haben das Gefühl, dass Donald Trump gesagt hat, was er denkt. Dem lag das so auf der Zunge. Der hat auch Sachen gesagt, die politisch nicht korrekt waren und. Und wenn man das jetzt positiv auf Krisenkommunikation in Europa oder in Deutschland überträgt, heißt es, nicht alles so abschleifen, nicht alles so allglatt machen, sondern auch mal den Mut haben, einem Journalisten zu sagen, wissen Sie, ich weiß das nicht, aber eins weiß ich ganz genau. Erstens, wir werden für das, was hier passiert ist, weiß ich nicht, Verantwortung übernehmen und wir werden mit ganzer Kraft dies und das und jenes, sodass man viel persönlicher, viel nahbarer und dadurch auch menschlicher rüberkommt, wo man sagt, okay, weil ich meine, Fehler und Krisen passieren überall und andauernd. Das Einzige, was die Menschen und auch die Journalisten hassen, sind diese Manager, die das dann so wegwischen oder nicht drauf eingehen wollen oder Verantwortung von sich schieben. Man kann ruhig auch mal sagen, es tut mir leid, das weiß ich nicht. Es tut mir leid, das können wir heute noch nicht sagen. Erfordert Mut. Also Mut zur Lücke, und dann sind wir wieder Ja. beim Thema Mut, vielleicht zum Abschluss, einfach mehr Mut haben, man selbst zu sein, und zwar in einem professionellen Kontext. Ich glaube, das ist etwas, was auch in der Krisenkommunikation gut ansteht, weil in der Krisenkommunikation, was es am Ende des Tages braucht, ist Vertrauen, dass derjenige, der da spricht, auch zu einer Lösung beitragen kann. Labern können heutzutage leider schon viel zu viele. Ja, und ich glaube, die labern, die werden dann auch entlarvt oder Oder eben. sie entlarven sich selbst. Das passiert ja auch manchmal hier in der Politik. Vielen Dank. Schön, es hat mir gut gefallen. Vielen Dank an Sie. Ja, es war sehr, sehr inspirierend. Also ich nehme viel Mut mit, viel Mut zur Lücke und echt sein zu sich selbst und Vertrauen aufbauen und auch einfach. Ja, Veränderung und Krisen als was Positives zu sehen und dass die mentale Gesundheit wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist. Und da wünsche ich mir auch dem Institut sehr, sehr viel Erfolg und tolle Danke. Sache, tolle Frau. Vielen, vielen Dank. Kann ich mich nur bedanken und das zurückgeben und Ihnen allen viel Erfolg. Den Zuschauern alles Gute für Sie. Bleiben Sie an Ihrem Ball dran, was auch immer der ist, und vor allem bleiben Sie gesund und glücklich. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.